So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und wie immer, ich bin doch mal dabei. Gut doch. Und wir gucken uns heute an Show and Tell gegen Doomsday. Ich mag die Show and Tell-Matte. Ich mag das Matchup. Ja, Show and Tell gegen Doomsday. Matchup klingt cool. Das Matchup ist auch richtig cool. Ich mag auch die Doomsday-Hüllen, by the way. Das sind dieser blaue, gemalte Drache. Ach so, ja. Der ist richtig, richtig schön. Ja, vom Matchup her, Doomsday, einiges an Kontern, Slow-Combo-Deck, Show and Tell, auch gefühlt Slow-Combo-Deck. Beide können einen Turbo-Start haben, aber sind wir ehrlich, es ist ein Midrange-Slow-Combo-Deck. Ja, beides hat halt viele Counter auch. Ja, genau, das wird halt sehr, sehr interessant. Aber... Ja, das Show and Tell hat halt immer noch dieses Show and Tell Emrah Cool Win. Ja, Doomsday doch einfach Doomsday Win. Ja, das stimmt. Okay, da haben wir ein Duress. Jetzt geht das lustige Ratenspiel. Ja, stimmt, das ist das. Los, weil Ferret haufenweise verschiedene Artworks drin hat. Brainstorm, Ponder, ein Force, eine Sneak Attack und ein Affe. Okay, mit einem Mulligan kann man die Hand halten, aber ansonsten ist die eigentlich nicht schön, ne? Ja, Mulligan finde ich die 6er Hand ziemlich okay. Du spielst den Ponder, findest was oder versuchst was zu finden. Nächste Runde gehst du ins Brainstorm. Das ist eigentlich eine ganz schöne Hand. Fetch. Kannst du auf Duel gehen, da wird kein Wasteland kommen. Boah, wäre ich mir nicht. So ein One of Wasteland im Doomsday, ne? Wenn ich es jemandem zutraue. Ja, okay, hast halt wieder ein anderes Artwork drin. Ja, genau, musst halt wieder ein anderes Artwork finden. Ja, ansonsten ist halt die Frage, mit der Zeit, glaube ich, wird das Matchup immer besser für Doomsday. Ja, ich denke auch. Ich finde es halt interessant, also gerade Game 2 bzw. Game 3 werden halt super interessant, weil da halt Red Elemental Blast und Blood Moons und sowas halt von Show and Tell noch reinkommen kann. Auf der anderen Seite hat Doomsday wahrscheinlich ein Sheoldred-Sideboard. Was halt auch eine geile Karte ist. Ja, für Dot Matchup auf jeden Fall. Ja, Sheol wird einfach besser als jeder Grizzlebrand. Das stimmt. Petal Sneak Attack. Und Land. Kostet halt das Land, ne? Und das Petal eigentlich auch. Ja, ist ja okay. Man kann in der nächsten Runde mit Brainstorm alles nehmen. Ja, ja, und man hat zum Glück ein Land gefunden, damit man eventuell einen Brainstorm noch raushaut. Ja. Rauskriegt. Polluted Delta. Brainstorm. Brainstorm. Secret Layer. Genau. Was war das? Mark Pohl? Ja, Mark Pohl. Ha! Mittlerweile kann ich's. Ja, es ist mittlerweile. Mittlerweile haben wir oft genug dagegen gespielt. Es ist ein Force auf der Hand, eine ägyptische Karte. Das wird wasch. Es gibt mehr ägyptische Karten. Ja, ja, aber Force oder Days. Oder Doomsday. Stimmt. Doomsday gibt's auch in Ägyptisch. Auch in Ägyptisch. Oh. Großartig. Sneak Attack, Land. Okay. Dann. Nee, man will doch das Battle haben. Du willst musst das Battle haben. Ja. Und er macht einfach Go und zieht nächste Runde was. Ja, okay, dann ziehst du dir den Brainstorm komplett raus, weil du weißt, du willst das Battle haben. Ja. Oder er macht End of Turn Brainstorm, was ich aber irgendwie. Alles machbar. Kann er halt machen. Ich find's. Bisschen verschwendet, aber gut, was will er denn auch großartig noch finden? Er hat den Landdrop für diese Runde gemacht. Ja, ja. Er findet halt auch nicht so viel, tatsächlich. Nicht das Mana, um jetzt irgendwas zu reißen. Mhm. Doomsday hingegen ist hier relativ steady. Das läuft jetzt gerade. Also, er macht halt gerade jetzt. Dadurch, dass der Gegner halt nichts macht, ne, kann er solide runterspielen. Ja, aber beide so ein bisschen gefühlt, aber. Ja, das stimmt. Show and Tell ist halt oftmals so ein 2-3-Karten-Kombo-Deck. Doomsday ist halt ein Karten-Kombo-Deck. Ja, braucht mehr Setup, aber hat ein 1-Karten-Kombo. Oh mein Gott, das wird Fetch, Petal, Affe, Sneak Attack. Ui. Mit Force Backup. Was ganz nett ist. Auch eine Insel. Hätte man noch ein weiteres Duel nehmen können, oder? Ja. Nee, ansonsten. Ich meine, Doomsday hat auch hier sehr wenig gemacht. Nicht mal eine Strix oder sowas ist da gekommen. Das stimmt, da ist eigentlich noch gar nichts. Noch nicht mal gebrainstormt oder gepondert. Ja, doch, ein Brainstorm haben wir gesehen. Und den Duress, das war's. Den Brainstorm. Man kannte doch keine Karte mehr, oder? Man kannte das keine Petal Karte. Das Petal hat man gezogen, mehr. Man kannte keine Karte. Man hätte hier nicht fetchen müssen.
Okay, jetzt hat man zum Glück ein Fetch nachgezogen, aber trotzdem. Boah! Das ist noch ein Show und Tell. Aber ich glaube, ich habe keinen Daddy oder kein Ding gesehen. Weder Daddy noch Tentakel. Also da ist halt im Endeffekt Sneak Attack ohne Payout bei, außer du nimmst einen Affe, weil ich glaube, jetzt ist ein zweiter Affe dabei. Oder der hat den irgendwie durchgeschaufelt. Das kann gut sein, dass der den nach vorne mitgenommen hat. Oh. Das ist halt die Frage, ob du jetzt einfach Sneak Attack reinlegst, weil du weißt haargenau, Doomsday bekommt ihn nicht weg. Ja, aber reicht das? So, da ist ein Spellpierce, das ist auch nicht so schlecht. Ja, das ist ziemlich gut. Da würde ich wahrscheinlich sogar eher noch warten. Da würde ich jetzt wahrscheinlich einfach ein Land legen und Go sagen. Ja, wahrscheinlich. Und mit dem Spell Land legen und Go sagen? Okay. Landshop verpasst. Man hat es aber vergessen, in Land zu spielen. Ja, das ist jetzt natürlich schwierig. Das ist super ärgerlich. Das ist auch dein Duras. Duras, ja. Okay, nimmst das ist ein Sneak, das ist ein Show and Tell, das ist die Sneak Attack. Show and Tell Omniscience, das ist natürlich nicht so geil. Ne. Da würde ich wahrscheinlich das Show and Tell nehmen, nur damit er nicht Show and Tell into Sneak Attack macht. Show and Tell into Omniscience. Aber damit macht er halt gerade eh nichts. Ja, er kann danach Force und Spell Pierce casten, wenn man da nicht mehr macht. Also ist schon die Karte, die stört. Boah. 4 Ursis. Und davon ist ein Glow nur 2 gefetcht. Ja. 4 Ursis ist schon eine Ansage tatsächlich. Das ist schon ordentlich. Krass. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Deck gesehen habe mit 4 Ursis. Ja, hätte ich einfach mal eine Sneak Attack reingeschmissen. Ja, zum Testen halt. Jo. Ja, wobei du hast das Show and Tell nicht mehr. Ja, die hätte ich reingeschmissen, aber nur zum Schauen, zum Lucky Lucky machen. Go. Oh. Beide setzen sich so ein bisschen ab. Ein Affe. Spielt um Days rum, gibt dir aber keinen Mana für uns. Spellpierce ist auch nicht mehr so relevant, habe ich das Gefühl. Nee, Spellpierce, dadurch hat der schon Oracle auf der Hand. 4 Mana hat. Ist das halt total egal. Boah. Klasse Combo-Matchup. Klasse Combo-Matchup. Ja, Doomsday hat wahrscheinlich noch nicht alles, damit er safe off gehen kann. Plus der sieht halt 2 Counter. 2 Counter. Ohne Sneak Attack, die werden resolved into Schnellbeat. Bei den Leben. Joa, das kann dann auch mal schwierig werden. Ja. Ne? Also, ja, vor allem du halbierst ja auch deine Leben. Ja, der ist dann mit 9 Leben war vor Ort. Hm. 9 Leben, dann reicht ein. Ja, ein Grusel-Daddy kann da auch schon reichen, wenn man einen Cycler drin hat. Ja. Das ist. Das ist schon gut, dass Doomsday relativ kontrolliert spielt, aber irgendwie. Fürs Gameplay ist jetzt echt ein bisschen Nase bohren. Mhm. Da kommt jetzt die Sneak, diese Runde. Da kommt die Sneak. Ja, die musst du forcen. Könntest versuchen, sie Hardcast zu dazen. Wenn du. Ah, der Affe ist schon gezündet, ne? Mhm. 2 Unknown Cards. Jetzt beißt dir halt der Mr. Landdrop in den Arsch, weil ich glaube, da ist noch ein Land auf der Hand beim Show and Tell Spieler. Ja, ein Landdrop wäre halt echt gut gewesen, wenn er gekommen wäre. Aber. Was ist das denn? Ist doch kein Showtel, kein Vorsorge auf der Hand. Doch, das ist ein Vorsorge auf der Hand. Boah! Das und vor allem, wie wichtig ist das einem jetzt als Showtel-Spieler? Also, ich wäre jetzt wirklich am Überlegen als Showtel-Spieler, wenn er das forst, einfach durchgehen zu lassen. Sagen, okay, er ist geforst. Ich würde das knallhart durchgehen lassen. Ja. Da würde ich echt sagen, ist dein Bier. Schön, Sneak Attack aus der Liste. Oh, stimmt. Da unten ist eine Pommesgabe. Oder ist eine Macke dran. Oder ist eine Macke dran. Ich meine aber, das wäre eine Pommesgabel. Ja, da kommt ein Force. Force Pitch Days, tatsächlich. Force Pitch Omniscience. Was war das denn? Dark Rid into Hardcast Force of Will.
Das ist, wenn man ein Dark Rid zum Force pitcht. Ja, geil. Ohne ein Leben zu bezahlen. Geil. Finde ich sehr, sehr cool. Dark Rid into Force in der Nacht. Es gibt ja schon Force. Sehr cool. Das kann Dark Rid halt auch. Das stimmt. Das ist schon sehr, sehr cool. Ja, und jetzt kann man halt wirklich aufgehen eigentlich, wenn man Doomsday hat. Aber ja, dadurch, dass er Oracle, dadurch, dass er halt gecountert hat. Das ist der Cycle-Land? Das ist das Cycle-Land, ja. Also der Land-Cycler, so. Das ist kein Doomsday. Es ist kein Doomsday, oh mein Gott. Oh, man hat nix und schon... Vor allem jetzt mit oh, go. Jetzt geht's wieder los. Oh, nice. Jetzt wieder weiter. Ja, also Legacy, das ist das Turn 1 Format. Das sind unsere Combo-Decks, by the way. Ich möchte das nur mal erwähnen. Ich glaube aktuell sogar beides Tier 1. Shauntel nicht mehr, aber Doomsday ist aktuell Tier 1, ja. Ja, nächste Woche ist Shauntel auch wieder Tier 1. Ja, Shauntel hat schon ein bisschen länger als aktuell Durststrecken. Ponder. Da ist auf jeden Fall ein Doomsday auf der Hand. Ponder, Engine, Doom, Force. Boah, nee, weg damit. Da kannst du so eine Tronne kloppen. Was ist das in der Mitte? Engine Doom, Fetchland, Force of Will. Mhm. Da kannst du ja alles wegschmeißen. Ja, sicher ähnlich. Hast eigentlich safe nichts davon, was du haben willst. Du kannst halt das Force nehmen, um dann das Fetchland zu nehmen, zu cracken, aber du machst dann halt zwei Runden halt auch nichts. Was hier gerade genommen wird, das hätte ich halt, verstehe ich halt gerade auch nicht. Ja. Fetch. Jetzt wird es halt gefährlich für den Doomsday-Spieler. Jetzt geht man halt schon auf 8 runter. Das ist gefährlich nah an der 7 dran. Ja, 7 ist eine Problemzahl. Man muss halt jetzt nur noch einen Schaden kriegen, dann ist man auf 7. Ja. Und dann ist Grusel-Daddy in der Reichweite. Ja. Doomsday. Ja. Ja. Einmal The Day. What? Man hat keine andere Blaukarte. What? Oder fliegt oder Orakel in Force. What? Junge hat ja ein zweites. Ja, aber. Ja, aber. Uff. Ja, mal so auf 7, genau. Yes. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Boah. Und als Doomsday-Spieler gibt man jetzt wahrscheinlich einfach in den Cycle plus Card Draw plus Cycle plus Cycle. Hat man noch Handkarten? Nö. Deswegen, du ziehst eine Karte, Cycles, aber dann fehlt dir eine Karte für ein Ding. Ah, du könntest einen Predict nehmen. Den Predict und den... Predict für ein Double Draw into das Land, Cavern of Souls und Oracle. Genau, den noch kann man dabei nehmen, muss man nicht. Man zieht das Predict, hat noch 4 Karten im Deck, predictet sich eine Karte weg, zieht 2 Karten, hat noch eine Karte im Deck. Dementsprechend ist es komplett durch. Klemmst einen Cycler dabei, ja. Falls auf den ETB was passiert. Ja. Ja, sieht solide aus. Das ist. Es sei denn, auf der anderen Seite kommt jetzt wirklich Sneak Attack und du Grusel Daddy. Ja, aber dann müsste der noch ein. Aber okay, ja, er hat nur einen Engine Tube. Der zieht nächste Runde ein Land. Das wissen wir. Ah, da steht das Fetchland. Der ist im. Das ist vorbei. Nicht das Engine Tube, ja. Ja, spannend. Ja, dann kannst du halt Karten präsentieren. Sind alle im Exile, ja, genau. Nein, kann man präsentieren. Was man so hat. Das Deck einmal gezeigt. Wunderschön. Einmal durchgehen. Einmal jede Art von verschiedenen Artwirken. Das ist halt Glitzis. Für wen der. Ja, macht euch jetzt gerade nichts draus, dass ihr nichts seht. Ihr seht sowieso nichts. Mattes Leaves, ne? Nee, die sind tatsächlich vorne her glatt. Ja. Da war das Preordain, da war die Jinx. Ach ja, die Grieffull Art. Jinx ist auch ein Duress. Ja. Sehr, sehr cool. Exile. Ja, du weißt, was du kriegst. Da ist noch ein Affe auf der Hand. Ein Emmy. Und was anderes habe ich nicht mehr gesehen. War da noch ein Emmy-Boy? Da ist eine Sneak Attack auf der Hand. Da ist einfach eine Sneak Attack auf der Hand. Ich habe keine gesehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da eine Sneak Attack auf der Hand ist.
Also ich habe gerade nur den Affen gesehen. Es sind zwei rote Karten. Komm schon, dreh deine Hand um, dreh deine Hand um. Verdammt! Ja, dort waren... Okay, zweimal noch? Kein Predict? Doch, klar. Ist es Predict? Ach ja, ja, ich war bei... Consider war ich. Consider, das geht auch. Aber ich finde die wesentlich cooler, weil die ja halt zwei Karten zieht. Jupp, und damit kriegst halt du halt jetzt mit die Karte, die er gesagt hat. Ziehst zwei Karten. Zwei Karten. Ist noch eine drin. Hat ein Cavern of Souls, mehr Volk. Street Rap. Ja, um ganz sicher zu gehen. Ja. Mehr Volk. Miracle Win. Jetzt so. Dreh die Hand um. Ach, verdammt. Mach zu schnell. Ihr werdet es mir in den Kommentaren schreiben. Dankeschön. 1-0 Doomsday. Hier finde ich sehr, sehr cool, das Ferret, weil er sich ja auch aktuell viel mit dem Deck beschäftigt, halt wirklich mit Sideboard-Guides und ähnlichem arbeitet. Kann ich auch immer wieder nur empfehlen. Für Leute, die wirklich keine Ahnung haben, was sie sideboarden sollen, macht euch zu Hause Gedanken, bringt das mit oder, und nutzt es. Oder du hast halt so ein komplexes, so ein fragiles Deck wie Doomsday, weil da ist halt das, was du boardest, teilweise nicht intuitiv. Ja, und ich habe es auch sehr, sehr entscheidend. Da kommen Blood Moons rein, da kommen Dark Red, Red Blasts rein. Safe. Und ich weiß nicht, was noch. Raus bei Show and Tell. Boah, wahrscheinlich die Omniscience, die braucht er nicht. Jupp, irgendwie. Preordains ein bisschen gecuttert, fertig. Boah, ja, du brauchst die Sneak Attack. Ja, sicherlich. Genau, sonst. Vom Matchup her, jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen besser für Show and Tell. Da sehe ich aber, glaube ich, noch Omniscience. Da ist eine Sneak Attack. Auf der anderen Seite sehe ich auf jeden Fall noch einen Duress auf der Hand von Doomsday. Das ist halt so der klasse Start, ne? Du bist ein Combo-Deck und das andere Combo-Deck fängt erstmal mit Discard an. Discard und Counter. Ja, das ist das richtig ist so. Wichtig. Ja, das tut einfach weh. So. Go. Deutschland, go. Da kommt dann Uzi und Thoughtseize. Ist Thoughtseize besser? Ich glaube nicht. Aber als erstes Spell würde ich wahrscheinlich immer den Thoughtseize resolven. Du kannst halt einen Fetti nehmen, weil du jetzt halt siehst, dass er nur. Ja. Ui. Ja, du nimmst jetzt halt den Emrakul und die Hand macht nichts. Auf der anderen Seite, wenn du es Show and Tell nimmst, braucht er Land und braucht er nur ein Doppelland. Und dann hat er immer noch kein Force Backup, wofür er es nicht gemacht hat. Also wenn du jetzt den Emmy nimmst, würde ich anstelle des Show and Tell Spielers, wenn er ein Land zieht, die Sneak Attack smashen. Dann hat er immer noch ein Force Backup und Go sagen. Einfach nur für den puren, wir hauen uns jetzt hier ins Gesicht. Aber das ist gar keine schlechte Hand. Nee, das ist wirklich keine schlechte Hand. Man hätte halt meiner Meinung nach einfach dafür gehen sollen. Also ich bin ja ehrlich, ich bin halt ein Mensch für, wenn ich anfange und so eine Hand habe und erste Runde einen Emmy reinlegen kann. Ja, mein Gegner spielt 4 Force. Und Days. Aber das kann er nicht spielen, weil kein Land. Ja, stand halt kein Land, ne? Also ganz im Ernst, einfach reinspielen. Boah, der wird keine Force of Negation reinboarden, oder? Ich glaube nicht. Und der wird wahrscheinlich nichts haben zum Bouncen. Zumindest für einen Emrakul zum Bouncen. Kein Karakas, kein nix. Kein Consult Judgment in die Richtung, nix. Oh. Er nimmt das Show and Tell, okay. Doppelland wäre jetzt halt echt geil. Days Protected. Omniscience. Ja, jetzt stehst du halt da und hast du Hose unten, ne? Ja, aber kann er jetzt noch was großartig casten? Warum geht er nicht? Warum nimmt der nicht ein Duel? Ja, gut, jetzt hat er Blood Moons dran. Ja, stimmt. Die jetzt hat er Blood Moons drin, der ist mittlerweile wirklich ein Punkt. Aber die Frage ist ja eh, warum fetcht er? Jo, wenn er nichts macht, ist die Frage, warum fetcht er? Das finde ich viel schlimmer. Weil wenn du jetzt ein Duel ziehst und ein Brainstorm auf der Hand hast, oder irgendwie so. Ja, vor allem reduzierst du einfach gerade deine Chancen, Land zu ziehen. Jo. So. Das ist ein Duress. Was hat er denn? Das Omnis. Ah, geht die Sneak Attack. Geht die Sneak Attack. Da wird die Hand einfach immer schlechter. Den Emrakul schön verbuddelt.
Chicago Ball, den willst du jetzt eh. Das ist jetzt die Karte, die am uninteressantesten ist. Also der Rip von oben, ne? Show and Tell. Ja, jetzt ein Show and Tell wäre auch ziemlich vernichtend, denke ich. Ja, deswegen wird, glaube ich, gerade überlegt. Weil wenn er jetzt hast du halt die Scheiße, wenn er ein Show and Tell zieht, davon hat er noch drei drin. Von Länder hat er mehr. Länder hat er mehr und die Fetties hat er auch mehr. Gehst halt eigentlich safe für den. Oh, er nimmt das Force. Ja, okay, dann hat er irgendwas zum. Interesting. Zum Interagieren. Das ist dann halt so inoffiziell so dieses, du kriegst den Spell dann eh nicht durch. Ja. Petal, ja, kann man einfach mal. Ist wieder ein Oracle auf der Hand, glaube ich. Go. Ja, okay, wenn man jetzt wirklich die Hand sieht, dann hätten wir Turn 1 einfach weggehen müssen. Mhm. Dumm, dumm, gib mir dein Gum-Gum. Der gute Brainstorm. Auch am Sigillaire. Mhm. So viele Sigillaire. Nee, der ist nicht am Sigillaire, der ist aus Double Masters. Stimmt. Der ist Double Masters. Der ist Double Masters. Da gehen zwei Karten drauf. Ah. Ist halt mal auch mal wieder so geil, ne? Show and Tell macht jetzt gerade nichts und Doomsday macht halt auch nichts. Ja, es ist halt ein langsames Combo-Deck. Beides tatsächlich, meiner Meinung nach. Und Fetchland. Boah. Nochmal go. Die Frage ist halt wirklich, ob Ferret Turn 1, also on the draw, einen Counter hatte. Ich weiß es nicht. Aber man muss es, glaube ich, einfach versuchen. Aber da bin ich auch vielleicht einfach zu oldschool für das Deck. Ja, die Sneak Attack. Zum Backup. Ja, wahrscheinlich das Mana. Das Mana hast du so halt auch nicht. Nee. Ja, stimmt schon. Also du hättest ja locker dich wieder auf die Sneak Attack hochziehen können. Und vor allen Dingen hätte er ja Pulver verschossen. Also der Doomsday-Spieler, der hätte ja irgendwas da reinschmeißen müssen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Deswegen, also die hätte mich hätte ich auch einfach reingeworfen. Hm. Einfach nur, um zu gucken, was geht. So. Dann Fetch, Draw. Das war eine ägyptische Karte, glaube ich. Jo, der war auf jeden Fall irgendwas Dunkles. Force of Negation sind drin. Ui, so viel Card Disadvantage. Boah. Finde ich auch gerade sehr, sehr krass. Ja, okay, du kannst keine roten Blasts spielen. Hm. Hm. Ein Swamp, ja, ja. Ja, man hat Leuten hören, dass da eventuell ein Blood Moon im Deck ist. Ja, wahrscheinlich. Die Frage ist, was macht man jetzt damit? Carbon of Souls. Oh, eine She-Aldred. Carbon of Souls auf Phyrexian. Oder auf Praetor. Oh. Also, wenn man unbedingt möchte. Das ist stark. She-Aldred ist stark. Uiuiuiui. Vor allem hält sie halt auch sowas wie Ding einfach weg, Grizzle Brady oder so. Das ist ja voll von Arsch. Ja. Ja, du musst jetzt einfach mal crack mal für die. Genau, crack mal für die Sneak Attack. Check mal, ob der überhaupt was hat. Oh, ich glaube nicht. Oh, so, Schande. Das ist diese ägyptische Karte, die er gerade eben gezogen hat. Ja. Und dran liegt ein Oracle. Hm. Oh. Ist ja widerlich. Emmy, der Affe. So viel. Stimmt, man kriegt immer noch zwei Leben bei der Shouldered. Ja, ja, wenn du eine Karte ziehst. Ich habe gehört, das Deck zieht. Brainstorm! Auch. 6 Karten ins Leben. Alter. Vor allem der Show and Tell ist jetzt darauf angewiesen, dass der sich da irgendwie rauskennt, trippt und sich dabei nicht ihn, ja. Selber tötet. Ja. Ist halt ähnlich, wie wenn du in so einer Situation bist, wenn Ding liegt, das Eidolon. Nur, dass das Eidolon hier halt 4 Damage macht. Also im Sinne von. Angriff 4 Damage mal. Ach, du meinst das rote Eidolon? Ja. Ja. Eidolon of Great Revy. Und halt asynchron ist, ne? Du kriegst ja wenigstens noch Leben. Ja, das stimmt. Oi. Ja, She-Aldred. Karte aus Dominaria United. Macht aktuell überall Wellen, habe ich das Gefühl. Ja, Pioneer Mono Black, ne? Pioneer Mono Black. Modern habe ich es auch schon gesehen. Standard sehe ich es ja überall. Ja, und Lex selbst jetzt auch schon öfter, hätte ich gesagt. Ja, Mono-Black-Varianten oder halt hier Doomsday spielst du halt mittlerweile auch irgendwie, ich glaube, zweimal im Zeitpunkt. Ich habe es noch nicht sogar einmal im Dead GL gesehen. Wow.
ja. Das ist halt ein Format, wo man Karten zieht, ne? Yes. Ich hab gehört, da ist die gut. Ja, vom Gegner Brainstorm spielen sich 6 Schaden reindrückt. Das ist schon gut. Das kann man mal machen. Das wäre nur besser, wenn da noch eine Trinisphäre liegen würde. Du noch? 3 Mana bezahlen, 6 Leben und dann nur 3 Karten ziehen. Beat für 4. Ja, das ist vorbei. Ja, das ich wüsste nicht, was er ziehen könnte, spielen könnte. Nix. Das ist ja... Boah, das ist so hart um. Ja, das ist um. Krass. Shoulder Turn 4 auch einfach runtergeslampt. Die alleine ist schon runter. Hardcast gewesen. Krass. Du kannst halt auch easy dafür gehen, dass du sagst, okay, ich knalle jetzt einfach... Er hat auch 3 Affen auf der Hand. Ja, aber das ist dann trotzdem... Dass du die einfach auf Spot schickst. Da hätte man einfach Turn 1 den hinschmeißen müssen und schauen müssen, ob es funktioniert. Aber man weiß auch nicht, ob es funktioniert hätte. Ja, aber selbst das hätte, ich glaube, das hätte wahrscheinlich funktioniert. Ich gehe auch davon aus. Aber super, super interessant, da wirklich was zu machen. Und Shieldred im Legacy. Sehr, sehr, sehr interessant. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.